Oh, ganz schön heiß. Heute haben wir die Dauerbrenner. Los geht's. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Brettspiels. Ja, und herzlich willkommen. Wir haben Dauerbrenner für euch. Und für Dauerbrenner braucht man 4 Suchtis. Und die haben wir da. Steffen und Flo sind auch mit dabei. Ich dachte, wir sind die Dauerbrenner. Ja, wir erzählen ja, jetzt nur über das uns. Das sowieso. Jetzt kommen noch Spiele dazu. Richtig, ja, genau. Die ergänzen das Ganze quasi. Ja, jeder von uns hat 5 persönliche Highlights, Dauerbrenner hier aufgebaut. Und wir reden jetzt einfach so ein bisschen, warum sind das Dauerbrenner für uns? Und ihr werdet jetzt sehr viele Spiele gleich mehr oder weniger hier zum Besten bekommen. Sind auch Spiele, wenn ich so drüber schaue, die würden sich hervorragend für eine sehr weit gestreute erste Spielesammlung eignen. Das stimmt natürlich. Und es ist auch schwierig, nur 5 Dauerbrenner zu finden, weil man hat dann doch noch irgendwie noch 5 weitere. Aber wir wollen ja nur 5. Das Schöne ist, dass wir uns so gut ergänzen, dass teilweise die anderen, ich sage jetzt mal Spiele, die einem sehr am Herzen liegen, als Dauerbrenner führen. Und das macht es echt schön. Oder, Flo? Also wir haben keine Überschneidungen bei unserer Fünferliste gehabt, wenig, oder? Wenig. Ein oder 2 haben wir drin, glaube ich, ja. Okay. Also ich würde auch andere Spiele, die hier liegen, auch sehen, dass die heiß sind. Ja, also, ne? Du hast gesagt, du hättest wahrscheinlich noch unendlich viel mehr Dauerbrenner oder zumindest einige mehr. Mir ist es gar nicht so leicht gefallen, wann ist denn für mich ein Spiel wirklich ein Dauerbrenner? Ja? Weil das heißt ja, dass es bei mir auch regelmäßig auf den Spieltisch kommen muss. Ja. Und dafür muss es eigentlich, also entweder ist es super schnell gespielt für mich, dass ich es halt einfach öfter mal auf den Tisch bringe, im Zug spielen kann, also dass es viel Gelegenheit dafür gibt, das Spiel zu spielen. Oder dass es irgendwas hat, was ich mega spannend finde. Also so eine besondere Sache, die mich reizt, wo ich auch immer wieder hin zurück will. Mhm. Wobei für mich zum Beispiel ist ein Dauerbrenner nicht unbedingt ein Spiel, was wirklich regelmäßig auf den Tisch kommt, sondern was immer wieder auf den Tisch kommt, auch wenn es nach einem halben Jahr mal wieder auf den Tisch kommt, aber dafür halt immer wieder. Aber das ist für mich dann tatsächlich schon regelmäßig, weil es gibt so Spiele, die tauchen auf, dann spielst du sie und dann versinken sie in den Tiefen deiner Spielesammlung. Ja. Ja. Also regelmäßig heißt es nicht, ich spiele es jede Woche, sondern sie kommen immer wieder. Mhm. Genau. Ja. Und da hat jeder von uns die Aufgabe gehabt, 5 Spiele mal rauszusuchen. Wir werden jetzt in bunter Reihenfolge einfach mal über die Spiele drüber gehen, das heißt immer reihum. Und, aber die Spiele sind nicht sortiert, also bei mir zumindest nicht. Oder habt ihr sortiert? Nee, die sind einfach, wie sie mir eingefallen sind. Keine bestimmte Reihenfolge. Wer möchte anfangen? Flo, du hattest die weiteste Anfahrt, deswegen fände ich schön, wenn du beginnst. Ja, passt doch. Genau, ich würde mit dem Spiel starten, das ich bisher, glaube ich, am allermeisten gespielt habe, weil es ein kleines Spiel ist, weil es super schnell zu spielen ist, und zwar ist es Silver. Damit habe ich Benny, glaube ich, auch ein bisschen angesteckt. Kann das sein? Du hast zu mir gesagt, du magst Cabo, dann spiel Silver, und ich habe gesagt, Silver ist Cabo für Kennerspieler. Genau. Finde ich auch gut. Findest du auch gut? Steffen schon gespielt? Nee, leider nicht. Ich glaube nicht. Dann diese Lücke schließen dieses Wochenende auf alle Fälle nach. Unbedingt. Das geht ja, glaube ich, schnell. Ja, oder? Ja. Gerne. Was ich an Silver so cool finde, zum einen, also in Deutsch gibt es zwar aktuell nur ein Set, aber es gibt ja inzwischen, glaube ich, sogar 6 Sets. Es gibt eine Big Box, braucht man alles nicht. Wenn man die ersten 2 Sets hat, dann kann man sich daraus dann ein Spielset zusammenbauen. Also wenn man möchte, kann man sich die Spielererfahrung auch so hinbauen, wie man möchte. Und dann geht es eigentlich ratzfatz. Man hat 5 verdeckte Karten, man muss sich Sachen merken, man hat Interaktion, man kann ein bisschen gemein spielen, je nachdem, was man für Karten hat. Aber es geht halt so fluffig, so schnell von der Hand. Es hat auch mal irgendwie eine Überraschung. Du deckst auf, hast dich falsch erinnert, verdammt, musst die Karten doch behalten. Das heißt, es ist auch emotional. Habe ich auch mit verschiedensten Leuten schon gespielt, mit viel Spielern, mit wenig Spielern. Funktioniert eigentlich immer wunderbar. Ja, Steffen, was ist bei dir das erste heiße Dauerbrennerspiel? Ja, das wäre für mich Splendor. Und zwar mit Splendor haben wir es mit einem klassischen Engine-Builder zu tun und ist schnell gespielt. Dennis räumt wieder ein. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen mit den Chips, die da gerne mal rausfallen. Ist in 30 Minuten gespielt, ab 10 Jahren. Und das Schöne ist natürlich auch diese großen Chips, die da dabei sind. Die haben eine schöne Haptik, ne, so ein bisschen wie Poker-Chips. Und es ist von den Regeln her einfach, überschaubar und damit auch für eigentlich alle Spielerklassen geeignet, also in Anführungsstrichen, ne? Also sowohl für Einsteiger
Die kann man damit vielleicht sogar auch ans Hobby ranführen, als auch für Vielspieler und Vielspielerinnen. Da ist das gerne mal gesehen als Opener oder Absacker. Also Splendor geht eigentlich immer. Es gibt da so ein bisschen so eine dominante Strategie, aber schaut mal, vielleicht findet ihr die raus. Ich werde es jetzt mal nicht verraten. Die funktioniert nur, wenn die anderen es zulassen. Wenn die anderen das zulassen, genau. Ja, deswegen Splendor, einer meiner Dauerbrenner. Kommt nicht regelmäßig auf den Tisch, aber immer wieder. Ist auf alle Fälle ein Klassiker. Definitiv. War ja auch nominiert zum Spiel des Jahres 2014. Und sie haben eine Klassikreihe auch draus gemacht, ne, bei Erstmodem. Ja, wir haben einige nominierte, prämierte Spiel- und Kennerspiel des Jahres-Kandidaten mit dabei. Für mich eines der Spiele, was den höchsten Dauerbrenner-Faktor hat, familiär betrachtet, ist tatsächlich Zug um Zug, was da vorne liegt. In der Europa-Variante damals am meisten gespielt, in diversen Erweiterungen, inzwischen auch Zug um Zug Legacy, Legenden des Westens. Und für grandios befunden, und so ist Zug um Zug einfach auch irgendwo ein familiärer Klassiker und natürlich auch, hier gilt das gleiche wie bei Splendor, ein Spiel, was so wenig Regeln hat, dass man einfach auch Neulinge so schön schnell ranführen kann, und meistens bleibt es dann sowieso nicht bei einer Partie, weil wenn jeder es mal verstanden hat und beim ersten Mal krachend gescheitert ist mit Aufträgen, wo man sich total verzockt hat, weil dann die Waggons nicht gereicht haben, dann kommt die zweite Runde. Und die läuft dann meistens deutlich besser. Ist natürlich auch ganz cool, wenn der Verlag sein Übriges dazu tut, dass es ein Dauerbrenner wird, indem er kontinuierlich einfach neue Versionen und Erweiterungen rausbringt. Also sie halten das Spiel ja auch im Bewusstsein der Spieler. Ja, man sieht ja auch, immer eine gute Strategie. Wie viel man im Regal stehen haben kann, wenn man bei mir vorm Spielregal steht. Wenn man Benny heißt. Ja, da steht einiges. Wovon steht bei dir einiges im Regal, Steffen? Ob der Steffen da jetzt weiter erzählen kann, weiß ich nicht, aber... Wir machen mal Rollentausch einfach. Face-Swap. Genau. So, Steffen, dann erzähl mal bitte. Witziger Fun-Fact, ich hätte eigentlich Steffen heißen sollen. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Nur mein Opa hieß Stefan und meine Eltern haben befürchtet, dass er zu mir auch Stefan sagt, deswegen wurde es nicht Steffen. Also, ja, Fun-Fact am Rand. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Genau. Ja, ich mache einfach weiter, oder? Ich find's lustig. Also, ja, mein Dauerbrenner. Ich fange mal mit auch ganz oben an, und zwar Sagani, ja. Ja, Uwe Rosenberg hat ja kaum Plättchen-Legespiele gemacht. Sagani niemals nie, genau. Deswegen, Plättchen-Legespiele sind ja oftmals ein bisschen, wie soll man sagen, strukturiert, indem man sie in gewisse Raster legt oder und das hat mich bei Sagani fasziniert, weil es ja eben nicht so wirklich, also man macht schon ein Raster, aber man baut es halt selber für sich irgendwie auf, und interessant finde ich eben diese Pfeile oder ja, die halt in eine gewisse Richtung zeigen und die man dann so erfüllen möchte. Und das fand ich immer irgendwie total spannend. Und ich spiele es auch sehr oft mit Gwen immer. Also auch zu zweit ist das ein super Spiel, dass man immer schnell spielen kann. Es ist natürlich diesen Puzzle-Aspekt hat man da auch drin. Und manche haben so gesagt, jetzt wenn ich das ja in der Linie sehe, dann muss ich ja das wieder dahin machen. Und ne, da muss man so ein bisschen sich erstmal reinfinden. Aber ich finde, das kann man trotzdem immer wieder rausholen, weil es anders ist. Also es ist irgendwie auf seine Art anders genug oder besonders, weswegen es mich einfach immer wieder fasziniert, und ja, 45 Minuten, ich glaube, das kriegt man schneller hin. Genau, und wer wissen möchte zum Thema Spielzeit, der schaut sich den Talk von Flo und dir an, wenn es um das Thema Schachtelangaben geht, oder Flo? Ja, richtig, schaut euch den Talk an. Jetzt hast du mich gerade ein bisschen aus der Bahn geworfen. Nee, ich wollte ja eigentlich über meinen Dauerbrenner reden. Aber es ist tatsächlich so, ja, Spiele, Zeitangaben stimmen meistens nicht oder oft nicht. Was du aber gerade gesagt hast, finde ich auch einen sehr wichtigen Faktor bei einem Dauerbrenner. Und zwar, dass es immer anders ist. Und was da natürlich hilft, ist, wenn man viele Karten hat. Und deswegen ist Race for the Galaxy ein Spiel für mich, das auch ein Dauerbrenner ist. Sehr schöne Überleitung. Danke. Das ist super, also man muss sich natürlich einmal in die Ikonografie einarbeiten, das sagen alle, es ist nicht ganz einfach, aber es ist auf alle Fälle machbar. Und wenn man das geschafft hat, dann kann man mit, ich glaube es sind 120 Karten oder irgendwie sowas, aber dadurch, dass man halt nicht immer alle Karten zu sehen bekommt, dass man immer andere Karten auf der Hand hat und dass man ja auch alle Karten zum Zahlen nehmen kann. Ja, also man hat so viel Varianz in diesem Spiel,
dass ich da einfach immer Bock habe, das mal eben eine halbe Stunde zu zocken. In einem Zweierspiel. Reicht aber auch. Da braucht man auch nicht mehr Leute dazu. Man hat nicht so wahnsinnig viel Interaktion. Das heißt, auch wieder ein Top-Zweierspiel für eine andere Liste vielleicht. Gut, dann gehen wir mal bei mir vom Weltall in den wilden Westen. Und zwar zu Great Western Trail. Es liegt jetzt ganz hier unten, wir lassen das da auch mal liegen. Ihr wisst, wie das ausschaut. Ihr wisst, wie es aussieht. Wahrscheinlich habt ihr das alle auch in der Sammlung oder die meisten von euch. Ja, bei mir ist das ein bisschen historisch bedingt. Das war eines der ersten Expertenspiele, die ich in der Sammlung hatte, von Alexander Pfister. Der hat ja, oder Great Western Trail hat ja auch zwei Nachfolger, oder zwei, ja, sind ja keine Erweiterungen, sind ja eigenständige Spiele, ne? Argentinien und Neuseeland jetzt bekommen. Ja, zeigt ja auch, dass da offiziell oder offensichtlich an den Erfolg angeknüpft werden sollte. Und ja, ich finde das ein schönes Spiel, schönes Thema. Es ist komplex, man kann verschiedene Strategien ausprobieren. Ne? Man kann da auf die Kühe gehen oder versucht, die Bahnhöfe für sich einzunehmen. Oder man geht auf die Gebäude. Ne? Also man kann da immer wieder was anderes ausprobieren. Und Western-Thema allgemein ist natürlich, finde ich, gut. Da gibt es auch nicht so viele Vertreter in dem Bereich. Und deswegen, ja, kommt immer mal wieder auf den Tisch bei uns. Dann greife ich doch direkt das Mini-Deckbuilding-Element aus Great Western Trail auf und gehe zu meinem ja, vermutlich liebsten Deckbuilder oder All-Time-Favorite-Deckbuilder Ascension. Hoch und runter gespielt in X-Varianten, auch in der App, viel mit meiner Frau gespielt und in der Vergangenheit schon gespielt. Ich hatte es zwischenzeitlich mal aus der Sammlung entlassen, mir dann wiedergeholt und noch in X-Varianten. Ich glaube, hier sind 6 oder 7 Boxen drin, inklusive Insert. Das hat ein Gewicht, das ist extremst. Tolle Abwechslung und immer wieder schön. Und extrem schade, dass es nur 3 große und 3 kleine Boxen gibt, die es auf Deutsch geschafft haben. Den Rest gibt es leider nur auf Englisch. Aber auch das Englisch ist sehr überschaubar von der Komplexität. Wer mal ein Trading Card Game auf Englisch gespielt hat, der kann Ascension ohne Probleme auf Englisch spielen. Schulenglisch reicht hier aus. Einer unserer Dauerbrenner, gerade auch mit meiner Frau und im familiären Umfeld. Und ein schöner Einstieg, gerade wenn man wieder mit dem klassischen Ascension anfängt, im Bereich Deckbuilding, weil es ein bisschen weniger ja, das Problem hat, was Dominion hat, dass man sich jetzt eine Strategie ausklügeln kann und auf die spielt. Und wenn die anderen quasi so ein bisschen zufällig spielen, dann kein Land sehen. Dieses Problem hat Ascension in der Form nicht. Und deswegen absolut klasse. Und bei dir, Dennis. Ja, bei Ascension bringt man ja auch immer irgendwelche Kreaturen, um Punkte zu haben. Ne? Die kommen dann vielleicht ins im Totenfest wieder hervor. Und zwar Calavera wäre dann hier mein Dauerbrenner, den ich auch sehr oft mit Gwen immer spiele. Man hört es ja in den Aufgetischt. Das ist zwar nur ein Roll-and-Ride, aber ich finde es cool, dass man dieses Element hat, dass man die Würfel nehmen muss und so die anderen auch zwingen muss, Farben zu nehmen, die sie eigentlich gar nicht wollen. Ne? Und dann auf einmal, zack, gib ihm und er kommt in den Minuspunktebereich vielleicht. Und da dieses fiese Element, was ich normalerweise in Spielen nicht so geil finde, und ich habe mich bei Calavera schon sehr aufgeregt, ja, im Sinne von, na, diese Würfel und jetzt kommen 4 Tonköpfe. Und, ne? Aber es macht immer wieder Spaß, weil es schnell gespielt ist. Du kannst es mit 2, 3, 4 Leuten super spielen, egal in welcher Runde. Und es hat so diesen Kniff eben, der es immer wieder ja, lustig macht eben. Ein bisschen anderes Roll'n'Ride. Ja. Genau, da hast du mir jetzt 2 Vorlagen gegeben. Oh, 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 welche nimmst man du? Man muss Würfel nehmen und es ist schnell gespielt. Fuse spielt sich in 10 Minuten mit Timer, Echtzeitspiel, also Stress. Und deswegen auch ein ganz toller Absacker, wenn die Leute fertig sind von einem Great Western Trail, um sie quasi nochmal aufzuwecken, bevor sie nach Hause gehen. Es ist vom Material her sehr überschaubar, es sind einfach ein paar Würfel, ein paar Karten und man muss die Würfel passend auf die Karten platzieren. Ja. Aber durch diesen Echtzeiteffekt, ich habe nicht so viele Echtzeitspiele, die meisten Leute stressen das, aber ich finde es immer wieder cool, so am Schluss noch eine Runde Fuse und dann dürfen die Leute nach Hause gehen. Ja, das klingt ja nach wirklich gar keinem Wunder, dass dir das gefällt und da kommen wir doch direkt mal zu 7 Wundern, nämlich 7 Wonders. No pun intended. Ja, ich glaube, das haben wir doppelt. Ich glaube, Benny, du hast es auch. Jawohl, wollen wir das direkt zusammen machen? Oh ja, lass uns das gerne zusammen machen. Also auch bei mir, historisch bedingt, eines der ersten Spiele in der Sammlung. Ja, dem Namen nach funktioniert es auch für 7 Mitspielende, was ein Riesenvorteil ist. Ich finde, dass der Drafting-Mechanismus in dem Spiel funktioniert sehr, sehr gut. Man kann auch wieder versuchen, verschiedene Strategien
Strategien auszuprobieren. Ne? Sammle ich jetzt die blauen Karten oder die grünen oder wie viel Augenmerk richte ich auf den Krieg mit meinen Nachbarn? Ja, das sind alles so Sachen. Es ist, hat einfache Regeln und funktioniert auch wirklich in der 7er-Runde ziemlich gut und schnell. Das ist, glaube ich, auch eines der ersten Spiele, die ich in der Komplexität mit einer so großen Runde erfolgreich gespielt habe. Das ist klar, man hat nur dieses Handeln mit dem Links und Rechts, aber trotzdem haben alle irgendwie sind involviert und man ist da und dann habe ich gedacht, boah, 7 Leute und das funktioniert so gut und auch von der Zeit her knackig, ne, für so eine große Spieleranzahl. Ne? Ja, und vom Einstieg aber einfach genug, dass man eben auch wenig Spieler mal so gut ins Kennerspiel, in den Kennerspielbereich einführen kann, ohne dass diese direkt überfordert sind. Bei uns auch tatsächlich im Freundeskreis sehr beliebt. Alle, die es mitgespielt haben, waren immer total begeistert und meistens sind dann direkt nach 2 Runden Classic Seven Wonders Erweiterung mit dazu gepackt worden. Die Leaders-Erweiterung am liebsten tatsächlich, weil die dann doch für den Einstieg oder die Edifice-Erweiterung, die neue, die sind vom Einstieg dann doch mit der geringsten Komplexität und dann kann man schön aufbauen, auch 2 Erweiterungen mit reinnehmen und das hat so viele Möglichkeiten und deswegen wird das vermutlich die nächsten 7 Jahre auch noch mal egal sein. Auf jeden Fall. Die vielen Erweiterungen, die es da gibt, natürlich nicht zu vergessen. Und ich habe die Armada-Erweiterung, habe ich schon seit Jahren im Regal, bis heute nicht gespielt. Das wird auch mal Zeit. Die ist gut. Anspielen wir's? Die ist gut. Ich habe es auch noch nicht gespielt. Das ist die einzige Erweiterung noch nicht. Toll. Ja, dann. Mach das Spiel aber länger. Mach das Spiel aber länger. Muss man halt mitsehen. Ne? Das ist dann nicht mehr so knackig, aber trotzdem knackig vom Spiel, aber nicht von der Spielzeit. Und bevor ich jetzt an Dennis übergebe, möchte ich noch den Wunsch loswerden. Lass uns Fuse spielen, solange du da bist. Oh ja. Sehr gerne. Klar. Solange es noch hier ist, das Spiel. Als Absacker dann. Ja, ja, genau. Nach dem Video. Ja, es gibt keinen Übergang, aber ich mache einfach mal weiter mit Dice Hospital, das ist mein Dauerbrenner. Ich hätte jetzt gesagt, wenn du keinen Übergang findest, dann schlage ich die Krankenhausreife fast ein. Das wäre was gewesen, ja. Dann müsstest du mich zu einem Würfel zusammenschlagen, denn darum geht es ja in Dice Hospital, dass wir Würfel behandeln, die unsere Patienten sind. Ja, es wird ja immer ein bisschen so, heißt doch Multiplayer Solitär, ja, schon so ein bisschen, aber es ist halt ein Knobelpuzzle, dass halt Gwen und ich haben da so einen Spaß dran, ja, also das ist immer, wenn wir das rausholen, rocken wir das in einer guten Spielzeit und man ist so involviert in dem, wie man die da runtersetzt und der Mechanismus, dass man eben Räume kauft oder die Angestellten oder die Ärzte, die halt immer die Würfel in die spezieller Farbe behandeln, das hat was, ja, das ist so vom Thema. Okay, ist halt witzig irgendwie, aber es funktioniert so als Brain-Puzzle richtig gut. Und wenn wir das wir haben es auch letzte dritt gespielt, hat auch super funktioniert. Ja, wenn man jemanden am Tisch hat, der das noch nicht kennt, dann musst du erstmal die ersten Züge mitmachen. Und okay, wenn du den jetzt runtersetzt, das ist eins runter und das, ne, dann, dass man keine Fehler macht. Es ist halt fehleranfällig, wenn man es nicht kennt. Und dann ist es halt schwierig zu sagen, okay, das ist jetzt richtig gespielt. Aber wenn die Leute das kennen, dann ist das. Ah, das hat was. Ja. Und es ist eines der wenigen Spiele, wo man unsere Frauen fragen könnte und sie beide sagen würden, ja, super. Ja, sofort. Und die sind da doch unterschiedlich vom Geschmack. Richtig, ja. Und dann versuche ich da die Erweiterung reinzumachen mit den erweiterten Räumen. Und wenn, willst du jetzt mal eine Erweiterung wieder reinschmuggeln? Nein, wir spielen das normal. Ich sage, okay, ich lasse Vanilla. Ja, vielleicht wollte sie nicht. Vielleicht möchte der Flo bei seinem Spiel eine Erweiterung reinschmuggeln. Oh, will er das? Unbedingt, ja. Vielleicht mache ich jetzt das andere Spiel, als das du denkst. Es klang ja auch gerade so ein bisschen durch, dass es wichtig ist, dass das Spiel sich fluffig spielt. Ja? Also, dass man, vor allem profitiert man ja bei einem Dauerbrenner dadurch, dass man schon eine gewisse Anzahl an Malen gespielt hat. Und dadurch geht es halt auch immer viel flüssiger. Und das ist, finde ich, besonders wichtig bei auch ein bisschen komplexeren Spielen. Und auch Regeln. Spirit Island zum Beispiel. Wenn du die Regeln im Kopf hast, dann musst du nicht mehr ständig lesen, sondern du... Genau. Einfach, ne? Und das geht dann halt auch bei komplexeren Spielen, was ja oft dann halt sonst nicht der Fall ist. Da musst du immer wieder, wenn du es jetzt lange nicht gespielt hast, musst du wieder die Regeln rausholen, musst wieder Feinheiten nachgucken. Das heißt, es ist schon auch ganz immens wichtig, dass das Spiel so gut designt ist, dass sich viele Sachen sehr natürlich und logisch anfühlen. Dass du nicht immer über irgendwelche Sachen stolperst. Ich glaube, erst dann kann ein Spiel wirklich zu einem Dauerbrenner werden, wenn es schön flüssig sich spielt. Und Spirit Island ist eines von diesen Spielen für mich. Das habe ich während Corona ganz oft im Andy gespielt. Und da finde ich auch noch zusätzlich ganz schön, dass du je nachdem, was du für einen Geist spielst, sich das Spiel komplett anders anfühlt. Und die Entdeckung, welche Charaktere gut zusammenarbeiten, das finde ich macht bei Spirit Island mega Spaß. Und deswegen habe ich da auch oft Lust, die Sachen wieder auf den Spieltisch zu bekommen. Allerdings finde ich, sind nicht alle Erweiterungen gut. Die erste Erweiterung, Ast und Tatze, ist... Die muss mit rein. Auf jeden Fall. Ja.
Danach die Erweiterung muss nicht zwingend sein. Ist dann halt einfach nur den Komplexitätsgrad der Geister krass hochgeschraubt. Genau, aber ohne, dass es wirklich so viel mehr Spaß macht, finde ich. Aber Ast und Tatze allein wegen der zufälligen Ereignisse, die noch passieren, bringt nochmal Varianz mit rein. Ja. Und ansonsten wären die Partien zu ähnlich, wenn man mit der gleichen Konstellation spielt. Und das macht nochmal Würze. Ja. Und es kann auch dazu führen, dass eine Partie, die verloren geglaubt ist, umkippt und dann auf Messerschneide gewinnt. Und ich versenke jetzt einfach die Insel. Kein besseres Gefühl, als ein Spiel noch auf Messerschneide zu kippen. Ja. Genau, vor allem bei Steffen machen wir nachher mit. 4-4er Absacker, Spirit Island. Mhm. Alles klar. Genau. Ja. Kein Problem. Steffen, dein nächster Dauerbrenner. Ja, ich bemerke gerade, ich bin hier umringt von Spirit Island-Experten. Und dann bleiben wir doch mal, bei Natur als Thema, gehen allerdings in die Luft und zwar landen dann bei Flügelschlag. Ja, ich richte das doch hier gerade mal auf. Weil das ist so schön. Also das Cover finde ich wirklich, wirklich schön und ich glaube viele andere auch. Ich muss sagen, ich habe das damals als Wingspan noch kennengelernt. Da hatte das nämlich der Nils, viele Grüße, dabei und hat uns das vorgestellt. Und das hat gleich richtig gut gefallen. Und ich denke, ihr kennt das alle, wir müssen nicht mehr viel dazu sagen. Richtig schön ist halt der Würfelturm in Form eines Vogelhäuschens, der hier dabei ist. Das macht natürlich richtig Eindruck. Und auch wenn das jemand auf dem Tisch sieht, der sonst nicht so viel spielt vielleicht, ne, der macht dann erstmal große Augen nach dem Motto, oh, was ist das ein Brettspiel, was macht ihr denn da? Und und natürlich die ganzen Vogelkarten sind natürlich auch interessant. Man lernt sogar noch was über echte Vögel, wobei in dem Ursprungsspiel ja eher amerikanische Vogelarten, glaube ich, drin sind. Aber mit den Erweiterungen bekommt man ja auch die europäischen dann dazu unter anderem. Ja, und funktioniert bis zu 5 Mitspielenden ja auch gut. Und deswegen, es kommt immer mal wieder auf den Tisch, auch wenn erst nach längerer Zeit bei uns. Mit Erweiterung bis 7, wenn ich es richtig im Kopf habe. Geht das mittlerweile? Okay, ja, dann spielt man aber quasi an 2 Tränken parallel. Dann hat man gewisse Parallelen, dass quasi 3 zusammenspielen und 4 zusammenspielen. Und es wird quasi immer, also 2 Spieler spielen immer parallel und es wird quasi angegeben, welche Spielernummer jetzt gerade quasi dran ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber scheint zumindest dann die Downtime nicht zu erhöhen. Das heißt, theoretisch müsste man sogar schneller sein als mit 5 Spielenden. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, vielleicht müssen wir es mal ausprobieren. Das mal zu 7 auszuprobieren. Und war ja auch Kennerspiel des Jahres 2019. Ja, also wir haben hier, ich habe es ja schon gesagt, Kennerspiel und Spiel des Jahres Gewinner mit dabei. Und ich mache direkt mit nochmal dem prämierten Spiel weiter. Das bietet sich an, nämlich mit Just One. Wir witzeln ja immer mal wieder gerne in unseren Videos, es kann bloß ein Spiel geben. Dieses Spiel ist einfach eines der Wortspiele, mit denen man halt auch mal die Oma an den Tisch holt. Und eines der besten, meines Erachtens, generationenübergreifenden Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Da differenziere ich jetzt bewusst genau so, weil da gibt es bestimmt noch andere Spiele, die ich vielleicht gar nicht gespielt habe oder nicht mit meiner Oma gespielt habe, beziehungsweise mit Mareikes Oma. Und wenn dann halt 3 Generationen am Tisch sitzen, mit einem Altersunterschied von der Jüngsten bis zur Ältesten von 65 Jahren und es funktioniert, oder 70 Jahren und es funktioniert, bombastisch. Perfekt. Ja, bombastisch. Alles richtig gemacht. Ja, und man hat es auch oft erlebt, das spielen ein Paar, dann läuft jemand dazu, was spielt ihr denn? Der Aufforderungscharakter ist groß. Und man kann auch nur mit dem Wort Plastik Barbie erraten, ne? Ja, natürlich. Das war unser Moment natürlich, mit dem Spiel. Ja. Interessant. Ja. Also Barbie sollte erraten werden. Wir haben es zu 4 gespielt in der Mittagspause. Und Ken ist natürlich rausgefallen und es blieb Plastik. Und die Dennis Tüte hat es erraten und hat gesagt, und ein Mitspieler wollte schon sagen, das erraten wir eh nicht, nehm das Ding weg, sonst gibt es einen Minuspunkt. Dennis, warum? Lass mich doch probieren. Ich so, ja, lass ihn probieren. Dann ist Barbie, warum? Life in Plastic ist fantastisch. Ja, manchmal tickt man halt gleich blöd, oder? Ja, das ist so, ja. Das ist Just One, klar. Funktioniert halt richtig gut und bin ich auch eigentlich dabei. Dauerbrenner-Material hat es auf jeden Fall, ja. Meiner, da brennt vielleicht die Hutschnur, aber es ist ein Piratenspiel und zwar Dead Man's Draw. Hat viele, viele Geschichten eigentlich gehabt, das Spiel, von Kickstarter damals, von dem ich das Print and Play hatte. Das hat auch einen gewissen Stellenwert bei mir, sage ich mal. Die Version ist jetzt sogar bei Freunden gelandet, die ich da damals hatte, bis dann es jetzt dann in der Version dann kam und ich hatte es lange nicht auf dem Tisch,
dann hat es ein Freund wieder mitgebracht, hat gesagt, er hat wieder Bock drauf, wieder gespielt und gemerkt, ja, genau deswegen liebe ich das Spiel, weil es einfach, es ist zwar Push Your Luck, ja, aber diese Effekte, die du dann sehr schnell wieder drin hast und du hast diese Variation, okay, mache ich jetzt das, ah, ich will das sehen, gehe ich jetzt noch ein bisschen, okay, ja, das und du bist so, du hast immer dieses Action-geladene, in dem du denkst, okay, ich nehme das, die Kombination, das und das und das und das und das fühlt sich einfach so gut an und sie haben auch in dem Spiel noch Variationen mit reingebracht, die das Spiel auch nochmal interessanter machen, je nachdem, wie man es spielen möchte, auch mit den Meerjungfrauen, nämlich die als Punkte oder als Effekte. Da ist so viel in diesem kleinen Kartenspiel drin und es sieht auch so cool aus und hat auch wie Just One so ein, ne, du siehst halt, denkst, oh cool, was ist das, ne? Also, und es ist relativ schnell gespielt, kann natürlich auch explodieren gut, ne? Wenn du auf einmal dann nur mit ein paar Punkten rausgehst, weil halt doch irgendwie jemand was dir kaputt gemacht hat oder irgendwas nicht geklappt hat oder halt doch Glück hattest oder Pech, ist halt Push Your Luck. Aber ich finde, es hat jedes Mal Laune gemacht und ich finde es auch schade, dass es nur zu viert geht. Also es ist eigentlich ein Spiel, was im doppelten Kartenset vielleicht dann zu acht spielen kannst, ne? Aber ja, also ich finde es immer noch geil. Es ist ja auch sehr nah an Port Royal dran. Ja. Ja, aber was mir positiv bei dem auffällt, ist, bei Port Royal ist ja oft so, du legst wahnsinnig viele Leute aus und du legst einfach nur Leute aus und Leute und es kommt einfach kein Boot. Ja. Das passiert bei dem Spiel nicht. Nein. Ja, das heißt, du hast nicht diese komischen Situationen, die bei Port Royal manchmal passieren. Das ist ein bisschen tighter. Ja, ein bisschen, genau. Einen Punkt gebracht, so ein bisschen bei dem genau, hier, ne? Genau, aber es ist ja auch erst danach erschienen. Die haben sich das vielleicht angeschaut und gedacht, machen wir es vielleicht ein bisschen besser. Ist dein letztes Spiel auch auf den Punkt gebracht? Ja, okay. Ja, ich finde schon, es ist ein Erstlingswerk und das ist deswegen umso erstaunlicher, dass es wirklich mir auch so gut gefällt. Es ist wieder ein Spiel mit wahnsinnig vielen Karten und wichtig, ein Spiel, wo man mit fast allen Karten was anfangen kann. Ja. Man hat eh nicht viel Karten auf der Hand und zwar geht es um Arche Nova. Vor allem am Anfang darf man nur 3 Karten auf der Hand haben, wenn die Mittagspause kommt. Ja. Das heißt, man versucht ja auch immer die Karten irgendwie loszuwerden. Und es ist im Spiel auch gar nicht so einfach, Karten zu bekommen. Gut, jetzt mit der neuen Erweiterung, da gibt es ein bisschen mehr Bewegung auf dem Markt. Aber das hat beim Grundspiel auch schon so gut funktioniert. Und was ich bei Arche Nova so toll finde, jeder baut einen anderen Zoo. Man hat nur große Tiere, man hat nur kleine Tiere, man hat vielleicht gar keine Tiere, weil man sie alle ausgewildert hat. Und trotzdem raced man um die Siegpunkte, weil es geht ja darum, die Artenschutzpunkte und die Attraktivität, die müssen sich überschneiden. Das heißt, du bist immer entweder am Hinterherhecheln oder am Weglaufen und du versuchst, den anderen immer eine Nasenspitze voraus zu sein. Und zu zweit, wenn du es spielst und eingespielt bist, spielst du es tatsächlich auch in 1,5 Stunden. Ja. Deswegen Arche Nova auf alle Fälle ein Dauerbrenner bei mir. Na, wer weiß, vielleicht wird es bei uns auch noch ein Dauerbrenner. Mareike möchte es unbedingt mal spielen. Vielleicht haben wir am nächsten Urlaub Zeit. Ihr habt es noch gar nicht gespielt? Zusammen nicht. Also ich schon, aber dreimal. Aber tatsächlich nie mit Mareike. Ja. Steffen. Ja, vom Zoo, thematisch nicht weit entfernt, ist ja der Wald. Wir bleiben wieder beim Naturthema und kommen zu Everdell. Ja, Everdell war ja ursprünglich ein Kickstarter, wurde dann lokalisiert von Pegasus, ne, war das, meine ich. Und auch das werden die meisten von euch kennen. Es hat halt ein wunderschönes Thema, wunderschöne Karten. Dieser Evertree, dieser große Pappbaum, oder auch gibt es auch eine Holzvariante, der da auf dem Spielbrett steht. Da wird ja kritisiert von manchen, dass der den Blick versperrt. Aber man braucht ein Fernglas. Nur mit Erweiterung, okay. Ja. Aber finde ich trotzdem schön, macht natürlich auch wieder was her auf dem Tisch. Also Tischpräsenz hat das auch auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, wie viele Erweiterungen es da mittlerweile gibt. 5, 6? Ja. Nicht sogar mehr? Nein. Nee? Rechts und links sind sie eigentlich. Kleine, aber Brook, Evercrest. Und bei dem Spiel, ne, Thema 4. Spielesammlung, bin ich ein bisschen eskaliert. Ich hatte zunächst, glaube ich, nur das Grundspiel, habe dann irgendwann nochmal die Erweiterung gebackt und dann mir zuletzt die große Collectors Edition noch angeschafft. Da habe ich mich wirklich erschreckt, also als die angekommen ist, weil die so groß und schwer ist. Es ist nur, also der Vorteil ist, es ist nur ein Karton, aber der hat es in sich. Ja. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, das auszupacken. Ein Freund von mir hat das auch und der hat, du musst da glaube ich diese Miepel, die da drin sind, kannst du oder musst du auch bekleben und das ist eine Riesenarbeit wohl. Aber es schaut
so es schaut aus, super so aus. Sind, ja. Ja, und ich glaube, die Einsätze, die Inlays sind ja so ein bisschen so mit Samt, also nicht Samt, aber so ein Filz ist ja, da so drauf. Beschichtet ist beschichtet genau, auf ja. jeden Fall. Also das ist richtig schön. Und mal gucken, wann das mal auf den Tisch kommt. Hatte auch schon überlegt, das wieder zu verkaufen, einfach aus Zeitgründen. Und ich habe ja die anderen Spiele, auch ein paar von den Erweiterungen in normaler Form, mal sehen. Würde ich gerne ganz kurz einhaken. Gerade bei sowas finde ich es immer irgendwie schlimm, du kriegst so eine Riesenbox, da ist so viel drin, so viele Erweiterungen und manchmal traust du dich dann tatsächlich auch gar nicht ran. Genau, das ist der Punkt. Wenn du vielleicht einfach auch nur die Grundversion spielen möchtest, ich weiß gar nicht, ob das geht mit der Edition, ob du das überhaupt auseinander dividieren kannst. Musst du halt bestimmt, suchen. Bestimmt, musst du suchen, ja. Ja. Ja, deswegen ist bei mir auch nur hier die Standard Collectors Box in der Sammlung, wobei ich gesagt immerhin die Collectors Edition. Wenn es häufig auf den Tisch kommen würde, würde ich es vermutlich sogar gegen die deutsche Version austauschen, aber es kam, glaube ich, auch bislang nur zweimal auf den Tisch bei uns. Da kam jetzt doch direkt ein Thema für eine mögliche Topliste. Interessiert euch eine Topliste zum Thema Table Presence? Weil das schöne Wort gefallen ist Tischpräsenz des Baums von Everdell. Und in einer Erweiterung, ich glaube in der New Leaf-Erweiterung, wenn ich den Titel richtig im Kopf habe, fährt doch ein Zug durch auf dem Cover. Und deswegen ja, mache fährt ich jetzt der wirklich durch, der Zug? Oder fährt man, gibt es einen Pappzug? Ich weiß es nicht. Nein, keine Ahnung, aber es ist ein Zug auf jeden Fall und ich mache mit dem Zugspiel weiter. So, Railroad Inc., mein letzter El Clasico. Das ist aber auch so ein bisschen ein Dauerbrenner, allein schon urlaubstechnisch. Ich glaube jetzt die letzten Jahre, seit ich Railroad Inc. 2019 oder 18 auf das Spiel mitgenommen habe, in Rot und Blau, tatsächlich jeden Urlaub dabei gewesen, dann in den Kickstarter rein für Gelb und Grün, um auch hier diese formschöne Box zu haben, wo alles reinpasst mit den ganzen Kickstarter-Goodies. Was wirklich empfehlenswert ist, sind die großen Pläne, dass man über mehr Runden spielt. Damit kann man natürlich auch den Glücksfaktor im letzten Würfelwurf ein bisschen rausrechnen. Und wenn man es dann noch mit Erweiterungswürfeln spielt, die nochmal andere Möglichkeiten mit reinbringen, absolut genialer Wiederspielwert und für mich eigentlich das unterm Strich coolste Roll and Ride. Wobei ich mir immer die Frage stelle, braucht man eigentlich alles? Die Hälfte würde vermutlich reichen, aber die Box ist zu schön. Bleibt einfach. Ist wie so oft, ne? Ja. Ja, wie viele Würfel hat man in so einem? Die Mini-Erweiterungen haben immer 4 Würfel, was dann 1, 2 oder 4 Erweiterungsmodule sind, die man auch einzeln kaufen kann inzwischen, auch auf Deutsch. Ja. Das ist natürlich das Coole, man kann sich einfach so ein Mini-Würfelpack holen, was irgendwie dann 5 Euro oder sowas kostet und hat wieder eine höhere Varianz für seinen Railroad Inc. Ja, ich brauche nur 2 Würfel bei meinem nächsten. Oh, was hast du denn Schönes? Die Burgen von Burgund oder The Castles of Burgundy oder Burgundy oder Burgundois und Bubu, ja. Bubu ist einfach nur Bubu. Genau, Bubu ist der witzigste Titel eigentlich von allen, ja. Hier liegt jetzt die zweite Version eigentlich, die mir nicht so ganz gefallen hat, aber das ändert ja das nichts am Spiel, weil das Spiel ist einfach grandios. Ich finde, dass Stefan Feld hier ein Meisterwerk geschaffen hat, das selbst in der ersten Alea-Version, wir fanden es immer ganz cool. Jetzt ist natürlich die Special Edition im Haus und das ist natürlich... Aber Chef's Kiss, es ist einfach ein Spiel, wir haben das auch sehr lange nicht gespielt, also die Special Edition, seit sie zu Hause ist. Und dann habe ich gesagt, komm, Schatz, wir machen das jetzt mal. Wir spielen jetzt mal und machen auch die Acrylteile und so rein. Haben wieder angefangen, kurz was nachgelesen und das war's. Und dann haben wir das Ding wieder runtergespielt. Ne? So ähnlich wie bei Dice Hospital. Wir kennen das Spiel und diese Special Edition hat das natürlich auch nochmal, wow, okay, es nicht nur, dass das Spiel gut ist, es sieht natürlich jetzt auch noch gut aus, aber das hat jetzt hier mit nichts zu tun. Aber vielleicht auch Dauerbrenner, es ist immer noch beliebt. Sonst hätte Awakened Realms nicht gesagt, hey, komm, Cash Cow. Es hat funktioniert, weil das Spiel immer noch halt bei vielen gern gespielt wird. Und das ist halt ein zeitloser Klassiker. Ja? Mit den 2 Würfeln, ich was nehmen, was einsetzen. Es ist so simpel, aber es hat trotzdem diese Komplexität immer noch. Was ich wie mache, wie das zusammenspielt, was jetzt ausliegt. Und ja, es ist cool. Also ich kann es immer noch in jeder Partie mit jedem spielen. Solo habe ich es noch nicht ausprobiert. Das kommt bestimmt alles noch. Also ich werde dranbleiben, ich werde das Ding weiterspielen und auch die Vineyard oder diese Weinreben-Erweiterung auch noch mit reinmachen. Also Burgen von Burgund, ein super schönes Ding. Und jetzt ja auch wieder im Kickstarter oder demnächst kommt genau, ja nochmal eine Print. Neuauflage, Second Print von der Special Edition. Ja. Nicht, dass ich da auch nochmal schwach werde. Oh. Ich würde ja drauf wetten.
Ja, und es kommt ja selten vor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir hier eine Top-Liste in, ja, nicht nur Zweierbesetzung, sondern in größerer Besetzung auf dem Kanal präsentieren. Und ich denke mir so, wow, außer ein Spiel kenne ich alle und außer dieses besagte Spiel, Fuse, was wir ausprobieren werden, finde ich alle Spiele einfach nur gut bis sehr gut. Mhm. Und das ist wirklich auch der Punkt, wo ich sage, hey, also aus dieser Auswahl kann man sich ohne Bedenken auch Spiele für eine erste Sammlung rauspicken. Da ist vom leichten Einstieg mit Just One über kleine Würfelspiele mit Calavera, Railroad Inc., kleine Kartenspiele mit Race for the Galaxy beziehungsweise noch kleiner mit Silver, über Plättchenlegespiele, leichte Kennerspiele, gehobene Kennerspiele bis hin zu den Expertenspielen. Alles dabei. Also hier bekommt man wirklich alles. Würfelbereich, Kartenbereich. Schlagen Sie jetzt zu! Ja. Jetzt! Noch letzte nur Sekunde! Heute. Nur heute! Also, ja, ja. Wir haben noch drei Exemplare! Ja, drei Exemplare haben wir nicht. Also ich bin sehr angetan von unserer Auswahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat sehr viel Spaß gemacht, das auch zusammenzutragen und hier zu sehen. Und ja, wer weiß, was sich so in den nächsten Jahren bei uns als Dauerbrenner vielleicht noch einstellt, was aktuelle Neuheiten sind. Und jetzt interessieren uns natürlich, was denn eure Dauerbrenner sind. Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Mhm. Ja, und dann interessiert uns natürlich auch noch, was wollt ihr für Videos sehen, für Toplisten? Lasst uns gerne wissen, dann können wir da ein bisschen darauf eingehen. Wir haben intern schon eine ziemlich lange Liste. Ja, wir haben schon ein paar Ideen. Und wir haben noch was in Vorbereitung. Vielleicht drehen wir in dieser Besetzung noch was. Mal gucken. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Ja, vielleicht. Vielleicht sogar heute noch. Ja, wer weiß. Mal sehen. Und dann sehen wir uns in wenigen Tagen, Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir, viel Spaß beim Spielen, macht's gut und tschüss. Ciao. Go, 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 Power Rangers. Oh, geil. Hat oder bekommt, obwohl man eigentlich das, ja, wie soll man, das bin ich hier durcheinander. Ja, genau, genau. Ich wollte eigentlich nur das Element sagen, warum es mich so fasziniert. Das würde,